Was gibt's denn, denn ich muss morgen früh raus? Sie sind der Lebensgefährte von Herrn Mario Althoff? Auch das. Was hat er getan? Herr Althoff hatte heute Abend einen Unfall. Sieht nicht gut für ihn aus. Er ist mit schweren Verletzungen in die Charité eingeliefert worden. Es wäre unserer Meinung nach sinnvoll, wenn Sie sich auf den Weg dorthin machen würden. Von einer Sekunde zur anderen spürte ich nichts mehr von meiner Müdigkeit und begann, die Beamten mit Fragen zu löchern. Sie erzählten mir irgendetwas von einem Taxi, aus dem er ausgestiegen war. Ohne sich umzuschauen, hatte er die linke Tür hinter dem Fahrer geöffnet und war dann von einem LKW erfasst worden. Auch auf mein weiteres Drängen konnten sie mir nur vage Auskünfte erteilen. Sie boten mir jedoch an, mich nach Berlin mitzunehmen und an der Klinik abzusetzen. Dieses Angebot nahm ich natürlich sehr gern an, denn in diesem Augenblick wäre ich überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen, mich allein auf den Weg dorthin zu machen. Mit Tränen in den Augen und zittrigen Händen stieg ich in den Streifenwagen und sah Frau Schubert an ihrem Küchenfenster stehen. Sie nahm natürlich alles genau mit ihrem prüfenden Blick unter die Lupe. Für sie war das Erscheinen der Polizei natürlich ein gefundenes Fressen. So konnte sie doch gleich am nächsten Tag erzählen, ich wäre verhaftet worden. Doch das interessierte mich in dem Moment überhaupt nicht mehr. Solle sie doch verbreiten, was sie wollte. Draußen war es bitter kalt und ich fror wie ein Schneider. Der Mond lächelte mir mit seinem runden Gesicht vom Himmel zu, das versetzte mich jedoch nicht in eine bessere Stimmung. An den Straßenrändern lag eine Menge Herbstlaub. Ich beschäftigte mich damit, die Straßenlaternen, die in meinen Augen vorbeizogen, zu zählen und beobachtete die Lichtspiele an der Ampel an den Kreuzungen. Das schien mich am Leben zu halten. 64, 65, abbremsen, gelb, anhalten, rot, rot, gelb, grün, anfahren, 66, 67 und so weiter. So ging das ein paar Mal. Mein Körper fühlte sich an, als wäre mir das gesamte Blut aus den Adern gepumpt worden. Ich war zu keiner Entscheidung fähig. Ich wollte mich einfach nur noch zu Mario legen und ihn festhalten. Doch das war mir nicht möglich. Ich liebte ihn doch so sehr. Aber ich konnte ihn im Krankenhaus noch nicht einmal mehr sehen, da er sich, als ich in Berlin ankam, noch im OP befand, wo er gerade notoperiert wurde. Also setzte ich mich in den Warteraum, trank die Kaffeemaschine leer und trampelte meine Wut auf mich selbst in den Fußboden hinein, indem ich lautstark auf und ab nach draußen stiefelte, mir eine Zigarette anzündete, sie halb aufgeraucht wegschmiss, wieder hineinrannte, einen weiteren Kaffee holte, haufenweise Zucker hinzugab, obwohl ich eigentlich süßen Kaffee nicht ausstehen kann, in den großen Zügen austrank, meine Verzweiflung durch meine Füße hindurch erneut in den Boden drückte und dann wieder nach draußen lief, um die nächste Zigarette zu rauchen. So wiederholte sich das immer und immer wieder. Warum nur hatte ich Mario in den vergangenen Wochen so stark vernachlässigt? Ich hatte mich lediglich um mich und meinen Job gekümmert und dabei meinen Partner völlig aus den Augen verloren. Je mehr er trank, desto weiter hatte ich mich von ihm entfernt. Und nun lag er hier, verletzt, hilflos und von mir im Stich gelassen. Ich war ein Depp, ein Verlierer, nicht beziehungsfähig. Niemals wollte ich mir das verzeihen. Niemals. Es vergingen 3 Stunden voll nervenzerreibender Aufregung, bis ein Arzt kam. Er fragte mich mit einem sehr ernsten Blick, ob ich berechtigt wäre, Auskünfte über Herrn Althoff zu bekommen. Ich antwortete, dass ich sein Partner sei und wir gegenseitig eine notariell beglaubigte Patientenverfügung von uns hätten, die uns gestatten würde, Auskünfte zu erlangen und uns über Operationen zu entscheiden. Zu meinem Glück hatte ich diese tatsächlich mal anfertigen lassen. Sonst hätte ich noch nicht einmal die kleinste Information bekommen. Immer noch stampfte ich imaginäre Löcher in. Meine Zehen schmerzten, meine Lunge schrie erneut nach Nikotin und all meine Glieder waren zu einem riesigen Ball verkrampft. Es war eine ganz neue Art der Anspannung. Diesen Stresslevel hatte ich bisher noch nie zuvor erreicht. Der Arzt schaute sehr ernst und stand schon fast eine Art Verbitterung ins Gesicht geschrieben. Ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Wir haben Herrn Althoff verloren. Er war zu stark verletzt. Wir haben unser Möglichstes getan. Es tut mir sehr leid, aber sein Herz hat der Belastung nicht mehr standgehalten. Ich spreche Ihnen mein aufrichtiges Beileid aus. Sie müssen nun stark sein. Wenn Sie professionelle Hilfe brauchen, dann... Danach verstand ich nur noch ein Bla, 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 Bla. Was der Arzt mir sonst noch erzählte, konnte ich nicht im
Mit dem konnte ich nichts mehr anfangen. Von jetzt auf gleich wurde mir so schwindelig. Meine Augenlider waren schwer. Ich war nicht mehr in der Lage, die hellen Neonröhren zu erkennen. Mein Herz schmerzte, meine Lunge brannte, aber sie verlangte keine Zigarette mehr. Dann ging ich wandern. Aus weiterer Ferne hörte ich ein Rufen, doch ich konnte nicht antworten. So laut ich auch wollte, man hörte mich nicht. Dann gab ich es auf. Hallo, hallo, hören Sie mich noch? Schnell, wir müssen ihn stabilisieren. Das waren die letzten Worte, die ich noch leise aufnehmen konnte. Dann wurde es lange dunkel um mich. Ich war in einer absoluten Dunkelheit, wie in einem absoluten Filmriss. Wenn ich aus diesem Zustand nicht wieder aufgewacht wäre, ich hätte es niemals mitbekommen.